Ich bin aber älter. Sehr sieht man. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Nine von Delari und hier dreht sich alles rund um Nähen und Do It Yourself. Und ich bin nicht zu Hause, sondern bei der Nastja. Bei der Nastja von dem Kanal Die Eule. Ich bin bei Nastja zu Besuch und habe die Chance genutzt, nochmal ein kleines Video zu drehen. Ich möchte gerne, dass wir aus dem Nähkästchen quatschen. Ja. Ja. Und habe dafür ein paar Fragen mitgebracht. Ein paar von mir, ein paar von euch auf Instagram. Ganz brisante Insider. Ja. Wie geht's dir denn so? Gut, sehr gut. Ja? Schön. Ja. Und dann habe ich das genannt. Nastja, erzähl doch mal. Ja. Ja. Deine Talente, von denen keiner was weiß. Ich hatte Mathematik-Leistungskurs. Okay. Ich war ein massiver Sailor Moon-Fan. Ich habe früher analog fotografiert und selbst entwickelt. Ich hatte ganz viele Bands. Ich war im Ballett, ich habe im britischen Palast in den Kinderrevuen mitgetanzt. Okay. Ich war Synchronsprecherin. Eine sehr bewegte Vergangenheit. Ja. Reicht es? Ja, das reicht. Das reicht. Ich habe keine versteckten Talente. Ich bin Fahrrad gefahren in meiner Kindheit. Ich auch. Ja? Ja. Ich hatte 10 Kilometer Schulwege und musste immer durch den Wald fahren. 20 Kilometer. Ich musste aus Berlin raus, durch Brandenburg und dann wieder nach Berlin rein. Wow. Musste man sich was zu essen mitnehmen. Rotkäppchen. Mit dem Korb. Genau. So bin ich morgens immer so. Oh, große Mutter. Hier kam eine Frage, die finde ich ziemlich gut. Wie oft nähst du eine Tasche, ein Schnittmuster, bevor du es veröffentlichst? Die wird genau einmal genäht. Sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich bei dem Buch irgendwas mal genesselt habe, aber da hatte ich eigentlich keine Zeit. Also bei dem ersten Buch, das haben wir ja innerhalb von 5 Wochen durchgeschrotet. Da war eigentlich keine Zeit zum Nesseln. Nö, es ist ganz selten. Also manchmal habe ich Projekte, wo ich 2 Taschen nähe. Aber eigentlich nähe ich es immer nur einmal. Ich auch. Meistens. Beim Buch nicht. Da habe ich mich am Anfang total verfranst und musste einiges irgendwie 5-mal machen. Alleine diese Melonentasche. 5-mal. Zeit habe ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich da einfach nur selber so irgendwie unter Druck gesetzt. Ja. Und meinte, das muss perfekt werden. Und da war die erste Tasche schon gut. Ich hatte das bei dem Weekender für meine Tasche, dass ich dachte, ich habe nicht genug Stoff, dass das schief geht. Und übermorgen ist Shooting. Und ich so, das darf nichts schief gehen. Es war schon Blut und Wasser. Blut und, was schwitzt man? Blut und Wein. Wasser geschwitzt. Wasser? Das ist ja langweilig. Ich habe Blut und Wein geschwitzt. Trinkst du Wein? Nein. Wieso seid ihr Blogger geworden? Ist es euch schwer gefallen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Zu dem zweiten, würde ich sagen, haben wir ja schon ein Video gemacht. Ja, das verlinken wir euch da. Ja, ich wollte nie selbstständig sein. Diese ganze Sicherheit und so. Und was war die Frage? Wieso seid ihr Blogger geworden? Ich habe damals, das ist ja auch, das habe ich glaube ich schon oft mal erzählt. Das hat mir so Spaß gemacht. Ich dachte immer, ich will meinen eigenen YouTube-Kanal haben. Und habe dann angefangen mit Nähen. Und da dachte ich dann damals, okay, es gibt irgendwie 2 Leute, die es gut machen. Und beim Rest ist noch ein bisschen Luft. Fangen wir mal an. So, die ersten Videos waren ja auch nicht gut. Und es hat sich so, ich habe das auch nicht ernst genommen, am Anfang einfach so nebenbei gemacht. Ja. Und dann hat sich das entwickelt. Und nach nur 4 Jahren, 80 Stunden umgeschieden, kann man einfach sich damit selbstständig machen. Ja. Einfach ist es. Ja, ganz einfach. Ganz einfach. Ja, genau, der Blog kam ja auch erst später. Der Blog kam ja mit der Selbstständigkeit. Also ich habe ja vorhin nur YouTube gemacht, weil ich Texten hasse. Oh, ich mache ja auch immer, ihr findet ja auch immer meine schönen Fehler. Ich kann ja nicht mal den Wochentag auf Instagram richtig betiteln. Nee, das kriegst du nicht hin. Ich bin Blogger geworden, weil... Weiß ich nicht. Ich habe nichts anderes gefunden. Warum? Weil ich mit Nähen angefangen habe. Und ich habe halt schon immer super gerne fotografiert. Ja. Und brauchte halt Platz für 1 Million Fotos. Und die waren halt auf dem Blog immer ganz gut. Das mit YouTube mache ich ja jetzt noch nicht so lange. Und wie lange machst du das jetzt eigentlich? Ich glaube 1,5 Jahre. Und warum ich das mache? Krass, dann habe ich dich ja relativ am Anfang entdeckt. Genau, du hast das so ein bisschen angeschubst. Also ich habe davor ja 2, 3 Videos gemacht und das war aber nur so ein Probeding, weil ich dachte, ja, ist alles langweilig, was es da gibt. Das gucke ich mir nicht so an. Oder ich habe vielleicht auch nicht das gefunden, was einen so catcht irgendwie. Mhm. Und für jeden gibt es ja auch was Unterschiedliches, was einen so anspricht. Ja, ja. Und dachte so,
Ich brauche nochmal was Schnelles, Lautes, Nerviges, so, wo man nicht hinterherkommt. Das war damals auch so YouTube-Algorithmus, okay. Sofort, hier, Nastja, das ist wahrscheinlich was für dich. Meint dein Video ausgespuckt? Und ich so, das ist geil. Und dann Freundin klickt, die meinte, oh, das ist ein bisschen anstrengend. Ich so, nee, ist geil. Ja, genau. Okay. Und ich dachte so, ja, die anderen sind alle so ruhig und die erklären das alles so schön und Schritt für Schritt. Und ich immer dabei so, weitergespult und denke immer so, komm zum Punkt, zeig mir, was das wird und zeig mir das. Und dann habe ich gedacht, ich mache das selber. Also ich darf mir oft anhören, bis es zu schnell ja, ist oder ich so. Auch. Aber das ist okay. Man kann da unten, wenn ihr jetzt hier auf das Rädchen klickt, kann man auf 0,5 oder 0,25 stellen, dann hört man es viel langsamer. Ach, ja, gute Information. Dann könnt ihr euch dieses Video in Normalgeschwindigkeit anhören, wenn wir beide aufeinandertreffen. Genau. Ja. Genau. Das ist nämlich eine Frage, die ich wollte dich aber erst zum Schluss stellen, aber wer von euch kann schneller sprechen? Ich glaube, wir müssen eigentlich irgendwie was sagen, was Anja sagen soll, aber ich glaube, dass wir schon beide relativ schnell sprechen. Auch. Und verstehen uns auch. Also ja, wir müssen auch was sagen. Ja, und wir können auch durcheinander reden und es versteht trotzdem jeder. Ja. Gut, hätten wir das auch geklärt. Hier, wie viele Stunden arbeitest du so die Woche? Das kann ich momentan super schlecht sagen, weil ich habe es mal getrackt eine Zeit lang. Ich habe eine Zeit lang 85 Stunden gearbeitet, als ich noch meinen 40-Stunden-Job hatte und nebenbei YouTube gemacht habe. Momentan kann ich es überhaupt nicht sagen, weil ich so on-off bin durch den Kleinen, zwischen den Stillen. So, und beim Stillen denke ich dann über neue Projekte nach, zählt das als Arbeit oder nicht? Das ist halt auch immer die Frage, was zählt als Arbeitszeit? Weil ich halt auch ganz viel über Projekte nachdenke, während ich was anderes mache. Mhm. Aber ich track's auch nicht mehr, weil ich habe ein Gefühl dafür und ich will halt, dass es mir gut geht dabei und dass ich noch genug Zeit für die Family habe. So, ja. Momentan geht's ganz gut. Ja, ich habe das ja auch eine Weile getrackt, im Moment nicht so. Da war ich bei 60 Stunden. Mhm. Und dann damit bin ich ganz gut gefahren. Aber das ist halt auch, ich habe da wirklich alles auch hier Insta-Stories machen und Nachrichten beantworten und sowas mit reingenommen. Genau, aber Nachrichten machen, das macht man halt zum Beispiel, wenn man irgendwo hinfährt, ja auch viel und so genau, weiter. Genau, eben. Und das ist so, und ja, ich habe das mal eine Weile wirklich ganz, ganz penibel getrackt, damit ich so ein Gefühl habe, wo stecke ich so viel Zeit rein und macht das Sinn? Mhm, so. Genau. Und für mich macht das natürlich alles Sinn. Keine Frage, aber das war so, und dann bei 60 Stunden, ich habe davor ja in einer 24-Stunden-Woche im Büro gearbeitet und das war für mich gefühlt nerviger, also nicht anstrengender, aber nerviger. Und ich hatte das Gefühl, dass ich noch weniger Freizeit hatte, als ich das da ist halt das Gute, dass man halt viel kombinieren kann. Also wie du, wenn du jetzt deine Küche neu machst oder so, das ist ja dann nichts, dass du die Küche dann nur noch beruflich nutzen kannst. So. Ja. Oder dass, wenn ich halt viel für den Kleinen nähe und hier Videos machen kann dazu, das ist halt schon ganz cool, dass das so Hand in Hand geht. Andererseits dauert ein Video, also ein Nähprojekt, was du filmst, halt auch einfach länger. Ja, also es ist halt auch nicht so, wenn ich nur für mich nähe. Das stimmt. Das ist auch immer so witzig, wenn mich Leute fragen, wie lange brauchst du dafür? Oder wie lange braucht man dafür, diese Tasche zu nähen? Ich habe keine Ahnung, wie lange man braucht, eine Tasche zu nähen, wenn man nicht filmt dabei, weil ich jede Tasche filme, die ich nähe. Ja, so. Und dann immer noch von der Seite und dann. Und wenn das Ding schön aussehen muss, wenn ihr es nochmal zeigen müsst, das machen ja normale Menschen nicht. Obwohl wir wahrscheinlich auch schneller nähen als viele andere, weil wir so viel nähen, also kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus, aber ja. Deine lustigste Kooperationsanfrage? Puh. Willst du überlegen und ich erzähle meine? Ja. Okay. Also ich habe eine Anfrage gekriegt von diesen Bauchweg-Unterhosen-Zeus. Also ich. Und den Leuten vermitteln, dass sie noch dünner als dünn sein sollen? Oder was soll ich denn für eine Message dahinter bringen, wo ich auch gedacht habe, so, das ist nicht euer Ernst. Nein, das ist nicht euer Ernst. Mm-mm. Ich habe mal, das war keine Kooperationsanfrage, das war auch, oh, das klingt so gemein, weil wir die ja nicht in den Kakao ziehen, von einem Hersteller, der Stofffarbe macht. Mhm. Eigentlich totale coole Sache und es passt eigentlich auch ganz gut, aber sie haben halt einfach ein Paket rausgeschickt, ohne zu fragen. Es waren halt einfach, ich glaube, 15 Kilo Stofffarbe. Ich war, glaube ich, im 7. Monat schwanger, haben sie ein H&M weißes Shirt dazu gepackt, zum Färben in S. Und ich habe mir so kurz die Insta-Story dazu vorgestellt, wie ich das Ding so bis hier kriege. Ich finde die an sich eine coole Sache. Ich würde auch gerne mit Stofffarben arbeiten, aber diese Aktion war halt so ein bisschen. Hä? Ah, ja, nee, ich kriege am Montag nicht viele Anfragen. Neulich Gummibärchen, die hübsch machen. Und oder halt so billige Amazon-Laptop-Taschen, wo ich mir denke, wie soll ich die integrieren? Hallo, hier ist eine schrottige Laptop-Tasche. Heute zeige ich euch, wie man eine schöne näht. Ja. Was sind eure lustigsten Nähhopperlas oder generell Hopperlas? Was sind denn Hopperlas? Sollen das Hopperla sein? Ja. Ich Nähhopperlas? Nee, also. Ein schönes Nähhopperla, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich nähe ja sehr gerne mittlerweile Reißverschluss mit Reißverschlussblenden. Und nachdem ich die Blende angenäht habe, merke ich, hoppala, kein Zipper drauf. Mhm. Also ein zuer Reißverschluss. Was hast du dich noch nicht getraut zu nähen? Blusen.
Hemden. Ja, Hemden. Mein Mann möchte unbedingt, dass ich ihm ein Hemd nähe, seitdem ich angefangen habe zu nähen. Und also das meine ich mit Bluse, ne? Ich habe schon ein Oberteil genäht, was man auch Bluse schimpfen könnte, aber ich meine eher sowas mit Kragen und ja, so. Ja, nee. Also ich habe gar keine Lust drauf. Nee. Also fühle ich einfach auch gar nicht. Warst du so in der Schule? Lieb oder eher nicht so? Ach, lieb. Ich dachte, gut. Also ich war gut, aber ob ich lieb war? Pff. Ja, dann sag gut oder schlecht und lieb oder... Oh, ich war... Ich glaube, lieb war damit gemeint, ob du gut warst und immer hingegangen bist. Und das schon. Teilgenommen hast das im Unterricht. Ja, das habe ich. Und hast auch entsprechend Noten geschrieben. Ja, doch, doch. Ich war da schon sehr vorzeigemäßig. Du oh, nicht so, ne? Nein, ich hatte da mal keine Lust drauf. Ich habe immer den Sinn dahinter nicht so ganz gesehen. Außer meine Freunde zu treffen und Zettelchen zu schreiben, das fand ich halt immer ganz gut. Ich war nervig. Also ich glaube, ich habe viele genervt, weil ich das immer auch zu viel Energie habe und immer drüber hatte. Und das Schlimmste, was du zu mir sagen konntest in der Schulzeit, war, du nervst. Das hat mich immer so getroffen. Mhm. Ich wollte immer allen gefallen und von allen geliebt werden. Ich habe gar nicht verstanden, ich habe doch aber so viel nicht reingepuckt, warum liebst du mich nicht? Ich verstehe es nicht, also nicht lieben. Ja, so, ja, ja, ich weiß, was aber du meinst. Aber so, warum magst du mich denn nicht? Also warum wählt mich, ich verstehe überhaupt nicht, warum mich keiner zum Klassensprecher wählt. Ich würde mich wählen. Wurdest du mal Klassensprecher gewählt? Nee. Ich auch nie. Ich glaube nie in meinem Leben. Und ich dachte immer so, ich war so nett. Ja. Und ich habe meine Brotdose geteilt und nicht nur die von den anderen leer gegessen. Das konnte ich zwar auch ziemlich gut, aber ich war so nett. Und dann wurde ich nie Klassensprecher. Ich war es auch nie. Würdest du dir dein Logo tätowieren lassen? Keine Idee. Ja. Echt? Klar. Ja? Ja. Nee, niemals. Doch, ich finde es eine gute Idee. Ich dachte, das mache ich. Ja, mach das mal. Was sagt Familie und Bekannte zu der Bekanntheit? Unbekannte. Ich glaube, die finden es gut. Und ich meine, die sind ja alle nicht in der Branche unterwegs, in der Bubble. Und da sind wir ja nicht bekannt außerhalb der Bubble. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass wir... Also auch mit 100.000 Abonnenten läuft man jetzt nicht über die Straße und wird ständig erkannt. Oder zumindest nicht ständig angesprochen. Nee, genau. Und das denke ich nämlich auch. Also natürlich ist es meine Leidenschaft und ich liebe das, was ich tue. Aber das ist mein Job. Und warum sollten die was dagegen haben? Mhm. Und ich finde jetzt... Ja, Bekanntheit, finde ich, ist halt auch irgendwie... Nee. Ja. Aber ich habe es tatsächlich mal gehabt, dass mich jemand unterwegs erkannt hat. Mhm. Da war ich essen in einem Restaurant und bin dann zur Toilette gegangen bzw. zurückgekommen. Und dann ist die aufgestanden vom Tisch und habe mich angesprochen. Und die saß halt direkt am Nebentisch. Und dann bist du die Nina von der Lage? Und ich so, ja. Und dachte so, was habe ich denn die ganze Zeit davor gemacht? Bist du erkannt? Immer mal, aber selten. Und meistens ist es niedlich. Also ich erkenne manchmal, wenn ich in der S-Bahn bin oder so, so einen Blick, so von wegen, ist sie das? Mhm. Vor allem, weil ich dann halt momentan auch vor allem meistens irgendwie mit Zwiebel auf dem Kopf und Brille und ungeschminkt rumlaufe. Da ist dann wirklich so von wegen, ist sie das? Sieht sie wirklich so aus im echten Leben? Ich finde schon. Aber ja, hin und wieder, aber selten. Also jetzt nicht jeden Tag. Mhm. Was empfiehlst du immer in deinen Videos, hältst dich aber selbst nicht dran? Sag. Ich? Ja. Nix. Nix? Also ich empfehle weder, dass man bügeln sollte, weil ich es nicht tue. Ich empfehle nicht, dass man die Stoffe vorwaschen sollte, weil ich es nicht tue. Also wenn ich was empfehle, dann meine ich das auch so. Ja. Ja, ich sag dann meistens von wegen, hier habe ich nicht gemacht, um für euch zu testen. Funktioniert nicht. Genau. Wie bekommst du Selbstständigkeit und Haushalt und Familie unter einen Hut? Oh, mein Kind schreit. Und eine Kiste gerade. Ja. Katzenmami, Baby, Mami. Das ist so wie bei meinem Vater also an der Tür. Ich habe halt den Mann, der hier draußen rumläuft und sich um ein Kind kümmert. Nee, mal gucken. Also noch ist er ja in Elternzeit. Dann muss ich mal gucken, wie ich das da einbringe, wenn er wieder arbeiten geht. Also Haushalt oder Arbeit, eins von beiden leidet dann halt ein bisschen. Ja, aber man ist ja auch nicht alleine. Also es gibt ja auch noch den Mann. Das Kind. Mein Kind ist auch so groß, dass sie auch Teil übernehmen kann. Ist jetzt nicht so, dass sie geknechtet wird, also aber ein Treppe abfinden darf sie schon mal. Ein Kind-Haushalt ist ja nichts anderes, wenn du angestellt bist oder selbstständig. Ja, eben. Was ist das Besondere an eurer Freundschaft? Andersrum, was ist denn nicht besonders an unserer Freundschaft? Genau. Ich glaube, besonders ist, dass wir, als wir uns das erste Mal gesehen haben, waren wir schon so gut befreundet. Ohne es zu wissen. Also wir haben halt... unsere Videos geguckt und wussten halt irgendwie, das passt. Und es war halt gleich so, hey cool, und ich habe euch gesehen, du hast das und das gemacht und bla bla bla. Es war so, so bam. Ja. So, das fand ich ganz cool bei uns. Also auch bei allen anderen war es am Anfang so ein bisschen eher so vorsichtiger, bei uns war es halt gleich so, hey cool, lange nicht gesehen. Ja, gleich in die Vollen. Das passte halt einfach.
Sie stand einfach da. Dann kommen wir zu dem letzten. Na. Was findest du gut an mir? Dass du so bist, wie du bist? Ja. Ja, nein, ich find gut, dass du deine Fehler zeigst und auch zeigst, was halt nicht funktioniert. Dass du deine Meinung hast und halt immer sagst, ich mache genau das, worauf ich Bock habe und das halt auch machst. Also sowas wie das ganze Streichen, das ganze Sägen, also halt auch so ein bisschen die groberen Sachen bei euch zu Hause, das, was ich ja hier nicht so wirklich mache, dass du einfach dein Ding durchziehst. Mhm. Und du an mir? Ich an dir? Also ich mag das voll, dass du so durchstrukturiert bist und ich finde das voll gut. Also ich finde es so bewundernswert und denke immer so, also so ein bisschen, dann wäre ich schon ganz gut aufgestellt und denke immer so, ja, das ist schon ganz cool. Und dass du so deine Ideen wirklich so direkt fertig hast. Also wenn in deinem Kopf sind die wahrscheinlich... Die kommen fertig raus, ja. Die kommen fertig raus und die braucht halt manchmal ein bisschen. Dann ist erstmal so Chaos und es muss erstmal aufgeräumt werden. Und das kann sich halt ewig hinziehen und bei dir wirkt es so. Es wird ja nicht immer so sein, aber trotzdem ist es so, es ist gleich da und es funktioniert irgendwie. Und dass du sehr ehrlich und sehr geradeaus bist und offen. Also, weil das war ja bei uns ja auch so. Wir haben gleich völlig offen miteinander geredet und nicht dieses... Nee, da möchte ich nicht nehmen. Da möchte ich nicht drüber reden. Nein, das mag ich nicht. Das gibst du mir dann weg, das ist mein Kuchen. Ja, genau, also nicht dieses, ja genau, das ist so, du hältst dich so, das ist mein Kuchen, ich mach das ist alles meins und ich erzähle dir jetzt nichts, sondern einfach ganz normal miteinander geredet, auf Augenhöhe. Ja, so. Also, wir sind jetzt durch mit den Fragen. Hast du noch eine Frage an mich? Hast du einen Hund? Nee, möchtest du einen Hund? Cool. Hallo, ich möchte, dass du Werbung für Hundefutter machst. Das passt doch nicht. Ich habe mir alle deine Videos angeguckt. Ja, passt. Ansonsten schreibt uns mal in die Kommentare. Wir haben lange überlegt, was wir heute für ein Video machen. Was ihr noch für Videos von uns sehen wollt, wenn Nine mal wieder in Berlin ist oder ich mal wieder in Hamburg. Ja. Dann wissen wir gleich, dass wir hier gucken können und wissen, was wir zusammen drehen. Das ist eine sehr gute Idee. Nee, 28. Eine Minute, 59 Sekunden haben wir noch. Dann würde ich sagen, das ist, was ich ständig sage, dann würde ich sagen... Genau. Ihr kommt jetzt bei Nastja vorbei. Da gibt es nämlich ein Video von uns beiden zusammen. Da haben wir diese hübschen Karten benutzt. Und was das damit auf sich hat, findet ihr bei Nastja auf dem Kanal. Und sowieso Videos immer dienstags um 12. Genau. Und bei mir donnerstags um 12. Und bis nächste Woche und so. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja. Jetzt ist das immer Creme. Bleibt mein Kaugummi da oder da? Ist Wurst. Ah ne, ist Kaugummi. Mimi. Ja. Sonnenophon. Nicht bewegen. Du Knast, ich freu mich. Wir zählen gleich runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, wir haben zu schnell gezählt. Warte, jetzt.